Es geht weiter mit Elden Ring. Und zwar, Leute, richtig geil. Wir sind in Shadow Castle, oder wie die heißt. Wie heißt sie denn nochmal? Ich habe vergessen, wie sie heißt. Shadowkeep. Ich glaube, das ist die Burg von Mesmer. Ich weiß es nicht genau. Ich würde ja eigentlich gerne noch Shadow Tree Fragments vorher sammeln. Aber ich bräuchte, glaube ich, jetzt 3 Shadow Tree Fragments. Und ich weiß nicht, wo ich die herkriegen soll, ehrlich gesagt, ohne hier weiterzukommen. Ich glaube, ich bin überall lang gegangen. Um Shadow Tree Fragments zu sammeln. Ich habe eine Sache, könnte man natürlich noch machen, bevor wir in der Shadow Keep weitergehen. Wir könnten hier in dem Gebiet noch ein bisschen rumforschen. Weil wir können hier von den Morth Runes können wir runter und hier das Gebiet. Dann würde man theoretisch hier lang kommen. Hier lang und hier in dieses Gewächshaus. Und vielleicht sogar hier hin. Aber wir können auch erstmal Shadowkeep weitermachen. Ja, ihr seht hier der Osten ist noch unentdeckt von mir. Was sagt ihr? Was machen wir? Den Osten erschließen. Sagt ihr jetzt. Ich bin unentschlossen, ehrlich gesagt. Aber man hat natürlich auch nur einmal die Chance. Och, come on. Hat der mich denn jetzt erwischt? Ich weiß überhaupt nicht, was für ein Bild ich gerade spiele. Was haben wir denn hier? Siehst du, ich habe hier immer noch Lance Talisman. Das ist ja gar kein... Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Den, das ist okay, der Rest, das können wir lassen. Wobei, wer ist denn da unten in sich? Ja, jetzt erst. Nicht runterfallen! Du Hirtenkind! Ma! Alter, was tankt der weg, der Boy? Jesus Christ.
Mann, Mann, Mann. Nur weil ich da runtergefallen bin. Ist doch scheiße. Wo kommt denn jetzt der Dritte hierher eigentlich? What the fuck? Von da oben? Oh, Jesus Christ. Jetzt reicht's. Hä? Why? Mann, Mann, ey, oder? Jesus. Alles muss man hier. Und wo kam jetzt der Lanzentyp her? Oder war das einer von denen und ich hab's nicht gerafft? Hä? Ehrlich gesagt, raff ich's immer noch nicht. Lance Armstrong. So, jetzt versuchen wir das nochmal ein bisschen schlauer hier unten. Ich stelle mich mal hier auf das Ding. Boah, der geht aber auch weit nach vorne. So ist es eigentlich geil. Guck mal, wie viel du brauchst, um Poise zu brechen bei dem, wenn es überhaupt geht. Jetzt erst. Crazy, oder? Och, come on. Golden Vow, lecko. Lecko Fund, sag ich dazu. Was soll ich denn mit Golden Vow? Hab ich doch schon. Brauch ich doch gar nicht. Oh, ist das hier so eine Art Gewächshaus? Haben wir doch schon mal irgendwo gesehen. Fresse da vorne! Boah, der holt mich aus der Luft. Nix gibt's, Jungs. Die sind schon hart, Alter. Was die aushalten. Crazy, crazy, ey. Okay, wir werden auf jeden Fall mockshackeln müssen hier. Das sehe ich doch jetzt schon. Dass wir hier ein bisschen gucken, ob es hier irgendwas Verstecktes gibt. Der Mockshackle deckt Illusionswände auf, aber hier scheint nichts zu sein. Ach, ein Smithing Stone 1, wie geil. Danke, FromSoft. Mhm. Wenn ich den Dolch auf Level 2 upgraden will. Sehr hilfreich. Dankeschön. Den Arsch da hin und her wackelt, wenn er ist mir auch noch nicht aufgefallen.
vielleicht auch schon mal. I won. Ach, guck mal, hier ist ein nochmal Golden. Wow, nice. Da kommt man dann da hoch. I see. Da geht's die Treppe dann wieder runter, ja. Okay. Und hier? Nix, ne? Zumindest nicht von hier. Okay, hier haben wir die Tür geöffnet. Quasi Shortcut oder was? Aber naja, so richtiger Shortcut ist das auch nicht. Egal, wir gehen erstmal hier weiter. Brücken sind immer gefährlich in FromSoft-Spielen. Okay, hier ist schon alles gemessmert. Guck mal hier. Überall sind hier so Flammenspeere, wenn man das so nennen kann. Holy Proof Pickled Liver. What? Temporary grants large boost to holy damage negation. Verstehe. Wisst ihr, was komisch ist? Also das ist nicht komisch, aber was mich wundert. Bislang war es ja eigentlich so, dass FromSoft immer so Sachen aus den alten Spielen, also aus den vorherigen Spielen genommen hat und in ihr nächstes Spiel so mit übernommen hat. Kampfsystem, zum Beispiel von Bloodborne, dann so ein paar Ansätze davon in Dark Souls 3, von Dark Souls 3 in Elden Ring oder Sekiro und so weiter. Aber was sie nicht übernommen haben, dass man tauchen kann, dass man ins Wasser gehen kann, dass man schwimmen kann. In Sekiro konnte man schwimmen. Und tauchen. Das fand ich eigentlich ganz geil. Eventuell würde das alles zu groß machen, wenn du auch noch überall, wo Wasser ist, quasi, du musst es ja trotzdem dann ausdesignen und in so einer großen Welt wie Elden Ring wäre das dann vielleicht zu viel des Guten. Aber irgendwie finde ich es ganz geil. Also fand ich es ganz geil. Und finde es schade, dass man in Elden Ring nicht ins Wasser gehen kann. Wäre sehr seltsam mit Rüstung. Ja, weiß ich nicht. Ist auch seltsam mit einem Katana auf dem Rücken. Könnte man ja außerdem noch irgendwie weiter einbauen. Wenn du eine schwere Rüstung hast zum Beispiel, dass du nicht so lange unter Wasser bleiben kannst oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber ich würde jetzt nicht allzu sehr mit Logik argumentieren wollen. Wasser-Gameplay in Sekiro lutscht. Ja, aber zum Erforschen oder zum Erkunden der Gegend ist es ganz geil. Ich sag ja nur, das wäre was, was man ja noch einbauen könnte irgendwann mal in so ein Souls-Spiel. Ach, hier kommt ein Invasion, glaube ich, oder? Das letzte Mal, als wir bei so einem Baum waren, wo diese Typen
waren, da gab es eine Invasion. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war, aber ich erinnere mich an die Invasion. Deshalb sage ich, hier kommt eine Invasion. Hier könnte eine Invasion kommen. Oh, was ist mit dir, Boy? Lol. Das Schild ist so imba, der Schild. Hoffentlich wird er nie genervt. Talisman of Lord's Best Towel. Increase Poise after using a Flask of Tears. Was ist denn eine Flask of Tears? Ist das eine Flask of Tears? Achso, ja. Sag doch Estus. Increases Poise. Hm. Ah, Bobby sagt gerade, Video fürs Schild ist auch ready. Musste aber nochmal Voice-Over zu machen. Ja, mache ich. Guck mal, kannst du den Part hier, den ich jetzt mache, noch dazu nehmen? Achtung, ab. Warte, ich mache es jetzt. Viele Leute wollen wissen, wo dieses Schild denn überhaupt zu haben ist. Und zwar gibt es diesen Schild hier. In Taelu's Ruined Forge. Im Norden. Und ja, da kommt man eigentlich relativ easy hin. Von hier oben dann. Musst nicht durch die Shadow Keep oder so. Kannst du eigentlich relativ früh hin. Und hier ist der Schild. Schnitt. Vielleicht kannst du das noch benutzen. Vielleicht brauchen wir es auch gar nicht. Ich habe das Video noch nicht gesehen. Aber vielen Dank, Bobby. Mein erstes Guide-Video. Ich habe mich entschlossen, dazu ein Video zu machen, weil der Schild ist so geil. Und nirgends hat einer was dazu gemacht, weil die Leute nicht wissen, wie geil der ist. Weil man sammelt halt ein Schild und denkt sich, ja, ist halt ein Schild. Was soll ich mit einem Schild? Wer spielt schon mit einem Schild? Und wenn dann ein Schild, das nicht 100% Blocking hat und alles, ne? Aber die Leute unterschätzen, warum dieser Schild so krass ist. Und ich habe den noch nicht mal auf Max-Level. Ich könnte ihn sogar noch ein Level höher machen. Ich habe quasi diesen Schild. Neben Dark Souls und dem Let's Play habe ich auch diesen Schild erfunden. Internet war in einer gewissen Weise auch von mir, ja. Ja, was soll ich sagen? Ich bin Early Adopter. Ich bin halt Trendsetter. Wie Flair. Habe ich was übersehen?
kommt man denn? Ach, der war das, okay. Das waren die beiden, die da dumm rumstehen. Naja, okay. Die habe ich ja schon gemacht. So, dann gehen wir hier weiter. Dann geht's wohl nur hier oben weiter. Spoiler, es ist unglaublich befriedigend, diese Langwaffenhalterungen zu schlagen. Ja, ich weiß, was du meinst, ne? Weil die wie so Mikado-Stäbchen runterfallen. Das ist wirklich toll. Die hier kann man nicht. Das ist wirklich toll. Huch. Zwergenlümmel. Mesma Feiermas. Was? Guck dir das an, die Lümmel. Huch, da ist ja noch ein Lümmel. Ey, ganz ehrlich, ich glaube, FromSoft ist nicht mehr viel eingefallen, was für Items sie noch irgendwo hinlegen sollen. Ich meine, dass die hier eine Radarfruit hinlegen. Das ist doch einfach komplett gewürfelt. Das ist doch sowas von random. Aber eigentlich ist das genau die Stärke von FromSoft. Eigentlich machen die nicht sowas randommäßig. Warum eine Radarfruit? Was wollt ihr mir damit sagen? Temporarily grants large boost to fire damage, ja. Okay, ihr wollt mir damit sagen, dass ein Feuergegner auf mich wartet. Hm, wer könnte das wohl sein? Huch. Irgendein Buff? Nee. Guck mal, interessant. Das hier ist... Ah, nee, doch nicht. Ich dachte schon, ich bin hier wieder einer ganz heißen Sache auf der Spur. Aber nee. Hier ist übrigens der Abwärtssprung-Bug. Meiner Meinung nach ist das ein Bug, habe ich mich schon im Main-Game immer drüber aufgeregt. Also abwärts springt. Kennt ihr Lyon 25? Sagt euch Lyon 25 was? Das hier ist Lyon 25.
guck, man springt so drüber. Shadow Militia Man Armor. Armor as dark as shadow, worn by Wilga Militiaman, freshly sing battlegrounds, infusing with the stench of the dead forbidden lands that will be Ach nein, aber nicht unsichtbar. Oha, was ein geiler Rundlauf. Das ist ja nice. Jetzt sind wir wieder im Happy Hippo Raum. Wenn ich mir auf dem Zettel gehabt, dass da noch eine Tür ist. Aber ich hatte es schon so ein bisschen im Kopf, dass wir jetzt wieder irgendwie Richtung Eingang gehen. Weil da oben diese Statue, ja, das macht total Sinn. Das ist quasi Shortcut. Aber gibt natürlich keinen Grund, jetzt hier das Feuer zu aktivieren und alle wiederzuholen. Was ist hier? Nix, ne? Aber ich habe noch eine Leiter da hinten gesehen, wenn ich mich recht erinnere. Und zwar... Ne. Irgendwo hier. Hier. Guck sie. Ruckel, ruckel. Oh, da geht's noch weiter runter. Geil. Aber ich glaube, wir können hier lang. Guck mal. Hier mockscheckeln wir. Ohne Erfolg. Oh, und hier ist Schluss. Na gut. Kleiner Fun Fact, was viele nicht wissen. Wieso springen? Kleiner Fun Fact, was viele nicht wissen. Die Souls-Spiele allesamt seit Demon's Souls basieren auf der Havok Engine. Also natürlich auf einer eigenen FromSoft Engine, aber die Physik Engine ist die Havok Engine, natürlich weiterentwickelt. Die gleiche wie Half-Life 2. Ist Nikola da eigentlich? So, jetzt bin ich ja mal gespannt, wo wir hier landen. Hui!
Hast du die Füße von Brie Larson gesehen? Das ist mal eine schöne Frage im Chat. Hast du mal die Füße von Brie Larson gesehen? Nee, leider nicht. Würde ich aber gerne. Ich würde gerne alles von Brie Larson sehen. Oha, ein neues Porträt. Guck. Domain of Dragons Painting. Tja, das... Schwer zu sagen, wo das ist. Oha, der Mockscheckel hat was aufgemacht, Leute. Habt ihr das gesehen? Habt ihr gesehen? Endlich hat es mal... Nicht nur, dass es geklappt hat, es hat vor unseren Augen geklappt. Jetzt wisst ihr auch, warum ich das dauernd mache. Man hat es sogar gehört, es hat ein Geräusch gemacht. Wieso ist diese Fackel aus? Das ist ein Fackelrätsel, Leute. Oh, ein Coffin? Das ist wieder den Sargaufzug. Oh oh. Nikola! Ich wollte nur sagen, das Cricket geht nicht mehr. Nein! Das Soundeffekt. Das ist ja skandalös. Aber ich wollte dich jetzt nicht nerven damit. Ich schau mal. Ach, den haben wir ausgeschaltet für die Koop. So, bis nochmal. Sehr gut. Dankeschön. Spaß noch. Danke. Leute, wo bin ich denn jetzt hier? Die haben wieder mal ein gesamtes Gebiet offensichtlich hinter einer Wand versteckt, einer unsichtbaren oder whatever. Skadu Altus, wo bin ich denn? Ach, so kommt man hier hin. Interesting. Das ist ja nice. Ach, das ist, guck mal, das ist ein Furnace Golem gewesen. Der steht auf, wenn wir kommen, oder? Steht er auf, wenn wir kommen? Wahrscheinlich. Der hat die ganzen anderen hier zerlegt.
Gehen erstmal außen rum. Wenn der anfängt aufzustehen, dann will ich den so spät wie möglich triggern. Ich muss gegen den kämpfen sonst. Ich weiß nicht, was sie sich bei dem haben einfallen lassen. Kann sein, dass er ganz normal zu machen ist. Kann auch sein, dass der wieder irgendwie die verstärkten Waden hat oder so. Dann wäre es nämlich schon deutlich komplizierter und ich habe immer noch nichts, was ich oben reinwerfen kann. Und hier, das, wenn das nicht der Beweis ist. Du kannst summon hier. Irgendwas passiert hier. Hier schreit's nach Boss. Hier schreit's nach Boss oder irgendwie Invasion oder irgendwas. Na, Invasion kann es nicht sein, dann wird er vom Pferd abspringen. Hier sind auf jeden Fall viele von diesen Furnace-Gesichtern. Was nicht schlecht ist. Ah, oh shit. Der steht auf? Oh. Voll erwischt. Ich krieg den ja gar nicht gestaggert mit der Waffe. Noch viel mehr Schläge. Völlig falsch equipped für den hier. Aber es ist noch einer von der nicht ganz so harten Sorte. Ich glaube, ich pack den. Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich es natürlich gejinxed. Nein, doch nicht. Okay, er war schon viel Flasks verschwendet jetzt. Bist du auf der anderen Seite? Kann man jetzt eigentlich da was in den Reihen werfen? Ich weiß es gar nicht. Das raff ich immer nicht. Ich bin nur gesprungen. Spring doch! Ach, kein Stamima-Mann. Stamima. Da war der Grab.
weiß gar nicht, was passiert, wenn der versucht, einen zu grabben, wenn man auf dem Pferdchen sitzt. Jetzt geht er down. Nein. Alter. Jetzt. Oiled soaked tear. Gut. Ich glaube, das war trotzdem nicht der letzte, der hier aufsteht. Das ist meine Vermutung. War auch ein relativ einfacher, muss man sagen. Ich hatte auch nicht die beste Waffe. Ist jetzt nicht die krasseste Stagger-Waffe, die wir hier haben. Vielleicht sollte ich mal... Ach so, guck mal. Ich hatte sogar den Finger... Aber wir können eigentlich statt dem Finger... statt dem Finger könnten wir irgendwas Geiles nehmen. Also wir haben jetzt hier viele Furnace-Visagen, die wir brauchen, um diese Pötte zu machen. Guck mal, wir haben tatsächlich... Wir können... Okay, da werden zwei von... Aber wir können vier Stück... Red Flash Mushroom sind tatsächlich... Die Ember auf Mesmer, die kann man relativ leicht einsammeln. Die Furnace-Visagen, die sind schwer zu finden. Aber Red Flash Mushrooms und Black Pyreflies, die müsste es doch eigentlich im Überfluss irgendwo geben. Ihr sagt, ich habe Fat Roll? Wo geht's denn da lang? Okay. Wie geil es einfach nur ist, ey. Jesus Christ, wie ich das Spiel liebe. Ich kann es immer nur wiederholen. Und wie riesig der DLC ist. Ich habe ja jetzt schon so viele Stunden drin und gefühlt noch nichts gesehen. So viel zu entdecken. FromSoft-Liebe, einfach nur FromSoft-Liebe. Man müsste es einfach so lange spielen, bis das nächste FromSoft-Spiel rauskommt. Aber ich habe ja auch noch... Ich habe ja noch Fires of Rubicon. Also ich habe noch... Ich habe noch ein bisschen was. Runes of Unte... Nee, No Rest for the Wicked ist nicht gestorben. Das muss ich auch noch spielen. Aber es ist halt Early Access, ne? Es ist halt immer ein bisschen blöd, ein Spiel zu spielen, was sich halt noch dauernd verändert, irgendwie. Also, Es ist irgendwie ein bisschen...
Wir müssen aufpassen hier, Leute. Es kann sein, dass hier irgendwo ein Topfgeil ist. Und den wollen wir nicht. Den wollen wir nicht. Wollen wir doch nicht. Den wollen wir nicht verscheuchen, Leute. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich mit dem Schild werfen. Ishin habe ich auch noch vor mir, aber wahrscheinlich muss ich Sekiro nochmal neu anfangen. Ich glaube nicht, dass ich das Spiel noch kann. Zumindest nicht so, wie man es können muss, um Ishin zu besiegen. Hä? Oh, das ist der Große, von dem ich die ganze Zeit gedacht habe, dass er lebendig wäre, aber ist er gar... Ach, okay. Lol. Aber der sieht schon noch erstaunlich intakt aus. Vielleicht müssen wir den wieder lebendig machen oder so. Also der ist ja eigentlich, muss der nur brennen und dann wäre der eigentlich voll intakt. Keinen einzigen Topfboy übrigens hier gefunden, das gibt's doch gar nicht. Ich hätte so gerne 3 Shadow Tree Fragments. Aber
Hier ist nix. Ich habe mir übrigens gar nicht Dings angeguckt. Hier. Codes nearby enemies with oil and mixed physic. Aha. Das ist mal interessant. A crystal tear formed slowly over the ages where the scattered sap of the shadow tree pools deep within the furnace columns. Can be mixed in a flask of wondrous physic. The resulting concoction temporarily causes the imbiber to break out in an oily sweat. Soaking nearby enemies in soil. Das könnte interessant sein für ein Flame-Build. Oh, bitte steh jetzt hier nicht auf, Boy. Wir haben nur noch 4 Flasks. Das ist aber typisch FromSoft, 2 Furnace Golems auf einen zu hetzen. Aber die sehen schon auch ganz schön zerlegt aus hier. Wie komisch das Spiel sich anhört, wenn man die Fußspuren, die Lautstärke der Schritte sozusagen ausschaltet. Ja, ich mag das manchmal ganz gerne. Es kann einem oft einen richtigen Vorteil verschaffen. Wenn wir auf Messer, okay, die geben einem hier alle Ressourcen, um so einen Pott zu bauen. Und das sage ich euch, ich kenne FromSoft, ist kein Zufall. Das weiß ich doch. Aber hier können wir hoch. Aha. Jetzt können wir da, kann man nicht rüber jumpen, ne? Nee. Das bringt leider gar nichts. So, wir gehen rein. Ich habe keine Top-Boys gefunden. Ich meine, ich habe hier jetzt einmal drumherum alles abgesucht, oder? Boah, wie dumm. Nein. Nein. So, wollen wir wetten? Ich sag euch, was dieses Item ist, okay? Ohne es vorher zu wissen. Es ist ein Red Flash Mushroom. Oder eine Black Pyrefly. Eins von beiden.
Scheiße. Okay. Naja, gut, aber... Ihr wisst schon, was ich meine. Lol. Der hat mich einfach da rausgeschubst. Ich bin einfach wieder rausgebounced aus dem Dude. So, wie kommen wir denn jetzt da rein eigentlich? In das Main-Ding. Ist hier wieder irgendwo ein Loch? Ein Loch ist im Eimer. Irgendwo muss es ja hier reingehen. Ne, die lassen einen nicht an seinem Arm hoch. Da glitscht man runter. Ich raff's noch nicht. Okay, wir müssen nochmal hier hoch. Irgendwas übersehe ich. Oh, was? Also das ist schon mal richtig. Hier sind sozusagen diese Treppenstufe nicht geben. Okay, fuck it, ich probiere das jetzt einfach. Ich hab zwar ein bisschen Schiss. Hoffentlich keine Verschwendung für die guten Ressourcen. So Leute, jetzt kommt der Moment of Truth. Haha, ich wusste es. Oh boy. Der ist sauer. Und ich habe kaum noch Flasks. Wie geil. Ich wusste es doch. Und das ist ein Fucker. Wir sehen. Das ist wieder einer mit dem Meteoritensturm. Vielleicht gehen wir einfach hier durch jetzt. Oh shit, what the fuck? Okay, das ist ein neuer Angriff. Okay. Okay, okay, okay. Der ist ein Fucker. Und ich schätze, von der Stelle, wo wir eben ihn angemacht haben, von da nämlich, werden wir das nicht mehr reinwerfen können. Wir können an ihm vorbei. Hat er verstärkte Beine? Das ist auf jeden Fall ein starker Motherfucker.
Was ist das? Examine Alter. Alter. Raise the stone sheathed thwart to the dark. Sword of Darkness. Wir haben irgendwann mal so ein Schwert gefunden. Und jetzt haben wir dafür ein anderes Schwert gekriegt. Und zwar das Sword of Darkness. Sword of Darkness pulled from its stone scabbard at an altar. From the quick of the root wandering coils. There eddies and vortices giving form. Voll schnell. Ey, was krabbelt denn da für ein Vieh? Guck mal, der ist gelb. Der sieht doch deutlich anders aus als die anderen, oder bilde ich mir das ein? Ich weiß, was du vorhast. Du willst mich zu dem Typen locken. What the fuck? Hui! Ich hab Fat Roll. Aha. Meint ihr, das taugt was? Kostet auf jeden Fall ordentlich FP. Giant Golden Arc. Incantation, 34 Faith. Releases a giant golden arc with a swing of the arm. Wenn wir da hochkämen irgendwie. Und ich bin noch nicht sicher, ob das geht oder nicht geht. Dann könnten wir ihm Pötte oben reinwerfen. Allerdings müssten wir... Wie kommen wir denn da hin? Irgendwie auf die Mauer kommen. Da kommen wir nicht hin, das sehe ich schon. Das könnte noch klappen. Nicht sicher, ob das geht. Probieren wir es. Naja, das wird nicht gehen, oder? Dieser Schleier hier ist zu dünn. Hoho! Yes! Oh, das geht! Das geht! Da geht! Da drücke ich auf drauf! Wo geht? Da geht!
Oh, zu früh gejumpt. Söni! Doch geht! Söni, guck! Da geht! Söni! Da geht! Oh shit, hier ist Endstation, oder? Kommen wir da hoch? Vielleicht von dem Lampending hier. Wollt da vielleicht noch hoch? Söni, da geht! Söni, da geht! Ich bin da oben drin! Oh shit! Der weiß Bescheid! Der weiß es! Der weiß, dass ich hier bin! Der will mir wehtun! Söni! Der macht Feuer überall, Söni! Aber jetzt komme ich nicht weiter. Oh, vielleicht noch. Sind ich aber genau reingeholt? Ich habe eben auch eine reingehauen. Ich habe noch eine dritte reingehauen. Da geht er down. Ultimate Master of Cheese. Der Cheese Boy. Macaroni and Cheese. Wie geil. Ohne Skill, ohne Anstrengung. Sehr gut wieder mal von mir. Stark, Eddie. Enhances attacks at the cost of HP. A crystal tear formed slowly over the ages, where the scattered sap of the Shadow Tree pools deep with the furnace golems. Can be mixed with a flask of wondrous physic. Temporarily increases attack power, but drains HP. Guck mal hier. Da geht. Ich hab doch gewusst, dass das geht. Da geht er doch. Da geht. Geht das hier?
Man muss manchmal aufpassen. Manchmal will FromSoft nicht, dass man irgendwo lang geht und dann glitschen sie einen wieder weg. Aber ich bin mir nicht sicher, ob hier nicht sogar noch mehr geht. Theoretisch diese spiralförmigen Dinger da. Ich bin mir nicht sicher. Spätestens beim Schleier hier wird es schwierig. Ich glaube, da nach ganz oben wird man nicht kommen. Aber der Turm da... könnte klappen. Wir sind jetzt hier schon wahrscheinlich in Todesgefahr, wenn der Sprung nicht klappt. Uff. Das war klar. Das war knapp, ne? Aha. Und guck mal, die haben hier so ein Ding hier reingemacht, so ein Flussel. Das wächst da ja nicht automatisch. Das hat irgendein Designer, hat das Flussel hier reingemacht. Warum? Das ist die Frage. Weil die wussten, dass so ein paar Idioten wie ich auf jeden Fall versuchen werden, da hochzuklettern. Klettern. Und diesen Flussel sehen. Aber hier wird schon wieder geglitscht. Ja, ich bin leider im Offline-Modus, ich kann keine Nachricht hinterlassen. Bis ich disconnecten. Wir können uns hier schön alles angucken. Ey Leute, es gab technische Probleme. Internet war plötzlich weg. Ich glaube, so 5 Minuten fehlen euch. Aber das passt ja. Ich weiß nicht, ob ihr das noch gesehen habt. Ich war als letztes quasi, warte mal, beim Bonfire hier. Warte. So. Ich weiß nicht, ob ihr das noch gesehen habt. Ich bin quasi hier von den Furnace Golems, bin hier einfach lang geritten und da ist ein Bonfire. So. Und hier beenden wir dann die Episode jetzt. Und machen beim nächsten Mal weiter. Tschüss.